Was haben Superman, Wonder Woman und Spider-Man gemeinsam? Genau, sie essen alle Superfoods. So sind sie ja schließlich auch Superhelden geworden. Wenn man die ganzen Superfood-Slogans überall hört, muss das ja stimmen. Ich meine, die sind ja bestimmt gesund. Aber müssen es wirklich immer die exotischsten Sachen sein? Ich denke nicht. Deswegen habe ich jetzt für euch 5 Superfoods und ihre heimischen Doppelgänger. Erstens, Acai-Beeren. Acai-Beeren sind die Früchte der südamerikanischen Kohlpalme. Dort sind sie übrigens ein weit verbreitetes Grundnahrungsmittel. Inzwischen ist sie hier in Form von Saft und Pulver in Deutschland angekommen und wird hier als Superfood vermarktet. Sie enthält besonders viel Antioxidantien. Das sind diese kleinen Helferlein, die unseren Körper vor freien Radikalen schützen. Genauso wie die Vitamine B, C und E. Auch Kalzium und Eisen ist mit drin. Doch eine heimische Beere macht ja ganz schön Konkurrenz, die Heidelbeere. In Sachen Antioxidantien hat sie noch mehr zu bieten als die Beere aus Südamerika. Sie hat zwar weniger Kalzium, aber dafür gibt es auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Sesam. Allein der Umwelt zuliebe lohnt sich hier der Griff zur Heidelbeere. Zweitens, Chiasamen. Ins Müsli, als Pudding oder im Smoothie. Die kleinen Körner aus Südamerika sind bei vielen nicht mehr wegzudenken. Vor allem werden sie für ihren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren gehypt. Die sind aber nur verfügbar, wenn die Chiasamen zerkaut oder geschrotet werden. Hinzu kommt, dass sie sehr ballaststoffreich sind. Doch anstatt Chiasamen aus Übersee zu kaufen, nehmt doch Leinsamen für euer Müsli zum Beispiel. Die enthalten auch viele Ballaststoffe und auch die Omega-3-Fettsäuren. Drittens, Goji-Beeren. Sie kommen aus China und werden, zu Recht übrigens, als Wunderbeere angepriesen. Sie enthalten viel Vitamin A, zudem noch C, E und B und auch noch Eisen. Also eigentlich kein Wunder, dass sie so gerne in Smoothies vorkommen. Schöner und schlanker sollen sie auch noch machen. Dazu gibt es bisher aber kaum aussagekräftige Studien. Zudem steht auch der Anbau in China in der Kritik, weil schon Pestizidrückstände gefunden wurden. Deswegen empfehle ich Sanddornbeeren oder schwarze Johannisbeeren. Sie haben beide mindestens genauso viel Vitamin C und weniger Kalorien. Und das Beste, sie kommen aus der Region. Viertens, Quinoa. Quinoa ist ein Pseudogetreide aus Lateinamerika. Das heißt, es ist keine Getreidesorte, kann aber genauso universell eingesetzt werden. In den Anden ist Quinoa schon seit 5000 Jahren bekannt. Und künftig soll Quinoa auch dabei helfen, den Welthunger zu bekämpfen. Zu uns kam Quinoa als Superfood, weil es viele essentielle Aminosäuren enthält. Das sind nämlich genau die Proteinbausteine, die unser Körper nicht selber bilden kann. Es ist reich an Kalzium, Eisen, Magnesium, Vitamin B2 und zudem auch noch glutenfrei. Also warum überhaupt noch was anderes essen? Halt, nicht so schnell, es gibt ja noch die gute alte Hirse. Das glutenfreie Getreide ist reich an Eisen, Magnesium und enthält auch relativ viel Eiweiß. Ebenso wie Vitamin E, Provitamin A und B-Vitamine. Und es ist ebenso universell einsetzbar. Fünftens, Kokos. Kokos gilt inzwischen gar nicht mal als Exot. Es gibt ja schon so viele Gerichte mit Kokos bei uns. Trotzdem ist die Kokosnuss immer noch sehr weit gereist. Sie gehört zu den Nahrungsmitteln, die ein Mensch monatelang zu sich nehmen könnte, ohne Mangelerscheinung zu haben. Sie ist nämlich sehr reich an Nährstoffen und Vitaminen. Dazu kommt auch noch Eiweiß und Fett. Aber auf die Nährstoffe müsst ihr nicht verzichten, denn genauso gesund ist die heimische Haselnuss. Viel Vitamin E, daneben Zink, Eisen, Magnesium und Kalzium. Hauptsächlich essen wir sie im Winter, wenn Plätzchenzeit ist. Aber die Haselnuss ist viel mehr als eine Backzutat. Ihr könnt sie für Pestos verwenden, sie veredeln außerdem auch Salate, Soßen und Dressings. Egal für welche Superfoods ihr euch entscheidet, ob aus Übersee oder regional, wichtig ist eine ausgewogene Ernährung aus viel Gemüse und Obst und wenig tierischen Produkten und vor allem auch wenig Süßkram. Es gibt auch noch viel mehr heimische Superfoods. Eigentlich all das vom Acker, was gerade Saison hat. Damit macht ihr nie was falsch. Aber jetzt möchte ich von euch noch wissen, esst ihr Superfoods oder achtet ihr eher darauf, die heimischen Produkte zu kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare.